Olli, heute erster sonniger Tag beim Trainingslager, da haben wir uns verabredet. Schöne Geschichte, ihr seid aus Ebrach da. Und jetzt mit dem Feuerwehrauto, sag uns da noch einen kurzen Satz dazu. Wie kam es zu der Aktion? Wir kennen das Feuerwehrauto ja schon, damit war der sogar auch schon bei uns in Stuttgart, stimmt's? Ja, genau, richtig. Und jetzt ein altes LF8, ein Magirus, mittlerweile ein Oldtimer. Und da sind wir jetzt von Bamberg. Wie heißen es wohl? Fanclub Raue Ebrach. Raue Ebrach ist unser Bach oder Fluss in der Ortschaft. Aber wir kommen aus Bamberg in Oberfranken. Man hört es dann auch am Dialekt, wir reden anders wie ihr. Wie ist es, wie wird man ja, dann in Franken, wie wird man da zum VfB-Fan? Kannst du vielleicht gerade das Mikro nach hinten reichen? Ja gut, als Kind war der Jürgen Klinsmann natürlich das große Vorbild und beim VfB unvergessenes Tor gegen die Bayern und da ist man halt einfach dann VfB-Fan geblieben. Und dann habt ihr euch entschlossen, einen UFC zu gründen, ganz wichtig, weil man will das natürlich auch an die Jungen weitergeben, oder? Genau. Wir haben uns 2017 entschlossen, den UFC in Oberfranken zu gründen, weil wir uns gesehen haben, es gibt viele VfB-Fans und haben gesagt, schließen wir uns zusammen und ziehen da was auf. Und Olli, es ist jetzt nicht nur Trainingslagerbesuch, ich habe es gerade schon mal gesagt, ihr wart vor kurzem mit dem Wagen bei uns, da habt ihr euch ja richtiges VfB-Gut gesichert mit Sitzen aus der Kaltstadter Kurve, aus der alten Arena, stimmt's? Ja, richtig, das war Aktion vom Fanbetreuung, die haben die alten Stadionsitze zum Kauf angeboten, dann haben wir uns darauf beworben, eigentlich wollten wir 30 Stühle haben für unsere kleine Fanclub-Halle oder für die Feuerwehr-Autohalle und 12 haben wir bekommen, dann sind wir vor 4 Wochen runtergefahren und haben uns dann die 12 Sitze geholt. Die werden demnächst dann montiert, dann können wir da wegen kleines Stadion nachbauen. Bevor wir jetzt auf hier und heute kommen, auch noch ein anderer Satz, Michael, vielleicht von dir auch noch ein Satz dazu. Der VfB hat euch auch schon vor Ort besucht, nämlich mit der Fußballschule, wenn ich das richtig weiß, oder? Bei euch ist auch die Fußballschule schon aktiv gewesen. Genau. Die Fußballschule kommt wieder im September zu uns und die letzten Jahre war auch die Fußballschule in Pettstadt vertreten. Und wir waren immer von den Kindern ausgebucht, das heißt mindestens zwischen 60 und 80 Kinder waren immer vertreten. Und es ist natürlich ein riesen Highlight, wenn du siehst, dass 60 oder 80 Kinder mit VfB-Montur rumlaufen, das macht schon einen richtig stolz. Genau, ihr gebt das weiß-rote Brustring-Feeling, das gibt er weiter. Genau. So, jetzt kommen wir auf hier und heute zurück. Michael, bleib mal bei dir geschwind. Die letzten Tage waren doch ein bisschen verregnet. Schade für eure Jungs, die da ganz eifrig gerade beim Training zugucken, ganz nah dran sind. Das Jahr war cool, am Training dran sein. Da macht der Regen nichts aus. Drumherum habt ihr doch ein bisschen leiden müssen, oder? Ja gut, wir haben ja das Pech, dass wir auf dem Campingplatz untergebracht sind. Und da war schon richtig Land unter. Aber wie gesagt, sobald wir hier im Stadion sind und im VfB sehen, ist das alles vergessen. Genau, und Olli, es gab heute auch was ganz Tolles vor dem Training. Der Kontakt ist nah da, man hält sich an die Regeln hier, ganz klar. Klar, ja. Wir haben noch ein bisschen immer noch andere Zeiten, trotzdem, man kommt in Kontakt auch mit den Spielern. Der Philipp Clement war da heute einmal, richtig, oder? Ja. Der Philipp Clement ist unser Ehrenmitglied im Fanclub. Den haben wir damals, wo der bei uns in der Weihnachtsfeier eingeladen war, zum Ehrenmitglied ernannt. Und seitdem auch sind wir noch bei WhatsApp in Kontakt. Ein super Typ, wirklich ein klasse Typ. Und haben dann gestern gefragt, ob er uns dann vielleicht irgendwie abends im Hotel mit seinen Kollegen dann die Trikots unterschreiben würde. Das hat er gern gemacht und hat sich heute die Kinder überreicht. Die Kinder waren natürlich sehr happy dann. Ja. Das haben wir gerade vorher gesehen, da gab es dann die Übergabe, die haben gestrahlt. Wie wichtig ist es, solche Momente dann mit den Kids dann auch zu erleben? Ich meine, da schlägt das Fanherz natürlich viel höher und man kann dann selbst, wie gesagt, das Weiß-Rote Richtung Franken rüber, den Brustring nach Franken rüberziehen, oder? Natürlich, ja. Die Kids sind ja auch stolz. Wir sind mittlerweile 60 Mitglieder und wir sind bei uns im Ort. Mittlerweile läuft jedes zweite Kind mit dem VfB-Trikot rum, auch wegen der Fußballschule. Und das macht uns schon stolz als alte VfBler. Ne? Ich sag, wir zwei haben uns auch erst vor 5 Jahren kennengelernt über den Fußball. Da habe ich bei uns im Ort die G-Jugend trainiert, die Bambinis, und er im Nachbarort die G-Jugend trainiert. Und da haben wir festgestellt, dass wir beide VfB-Fans sind. Da haben wir uns dann kennengelernt und da haben wir das Ganze dann aufgebaut die letzten Jahre. Da sagen wir nochmal Gratulation, toll, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Michael, abschließend noch, wie lange braucht er? Heute ist nämlich letzter Tag, das können wir auch schon mal verraten. Ja. Das Wetter habt ihr euch zum Schluss nochmal verdient. Wie lange braucht er heim mit dem Feuerwehrauto, sage ich jetzt mal? Also wir haben rundherum 5,5 Stunden gebraucht. Wir hoffen, dass wir heim jetzt nicht länger brauchen, aber rechnet zwischen 5,5 und 6 Stunden. Dann wünschen wir euch eine gute Heimfahrt und freuen uns, wenn wir euch dann mal wieder bald bei uns in der Arena begrüßen dürfen. Danke. Okay, ja? Danke. Schön. Danke.